Okay, Team. Guck mal. Und damit, hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lilplus mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Heute mit dabei, auch hier mit dabei ist Marco. Servus. Wir zocken heute eine, ja, wir zocken heute ein paar Runden Fortnite zusammen, aber nicht ganz normal Fortnite, sondern Fortnite Arena im Duo-Modus. Wenn ihr schon mal nichts verpassen wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Gerne Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da. Wir sind auf dem Weg zu den 800 Abonnenten. Ich würde mich freuen, wenn wir die noch erreichen würden. Kuss und Erik geht raus an jeden, der hier Support und Liebe da lässt. Kuss geht an euch raus. Aber ihr seht, ich habe auch schon etwas gesweatet. Ich bin schon bei knapp 1,5 oben, also nicht mehr viel. Da bin ich in der Anwärter. Mein Marco, der hat heute spontan mit angefangen und so weiter, aber der hat halt noch nicht so viel gesweatet wie ich tatsächlich. Das stimmt. Aber das kann sich ja ändern. Ja. Und du musst dich sowieso zum Hubert 2.0 entwickeln. Schätze, oder? Ich weiß natürlich, ich weiß nicht, wie weit ich diesen Season zocken werde. Vielleicht spiele ich auch nur wieder bis zur Anwärterliga und lasse es dann gut sein, quasi. Okay. Weil das Ding ist halt, das bringt mir, glaube ich, nichts, so hoch zu sweaten, weil. Ich meine, außer vielleicht für die FNCS, um da mal mitmachen zu können, aber. Da müsste ich auch schon ziemlich viel trainieren, um da mitmachen zu können. Das ist auf jeden Fall richtig, weil. Als ja, normaler Sterblicher hast du doch keine Chance. Selbst. Nee. Selbst wenn du massivst übst. Hier wäre doch für dich, wenn du willst. Oh, gern. Heiland. Ich glaube, hier ist keiner mit gelandet. Sieht mal erstmal noch nicht so aus. Könnte aber immer noch anders sein. Wer weiß. Das würde mich wundern. Ja, das war vorher aus. Ich bin hier auch alleine gelandet und plötzlich war da trotzdem noch einer. Eben. Es gibt in Chapter 4 keine Orte, die nicht verschwitzt sind. Ist es auch nicht. Leute, nicht wundern, wenn ich in diesem Video vielleicht auch nicht so viel rede während den Fights, weil das Ding ist, ich und Marco müssen uns halt extremst konzentrieren. Weil in so einer Fight-Situation kann alles Mögliche passieren. Und da braucht's richtige Concentration hier. Sonst geht da gar nichts. Okay. Euer Biggie. Ich nehme ihn mal mit, aber wenn du ihn brauchen solltest. Hab noch ein Biggie. Können wir noch die andere City da drüben looten? Oh, grüne Scar. Nehme ich gern mit. Und drei Biggies. Ich habe auch drei Medi-Jits mit dabei. Du bist zwei Biggies. Ich habe drei. Sollte lange. Vielleicht Kleinschild, wenn wir noch echt finden, dass einer den mitnimmt. Vielleicht. Mhm. Weil sonst kann ich dir auch die drei Biggies von mir droppen und du nimmst dann halt einfach mit. Wie gesagt, da ich ja schon zwei Biggies habe, brauche ich dann eine neue Zeile. Ja, oder du nimmst halt Dings und du nimmst halt noch einen von mir mit und dann passt eh. Ist doch egal. Weil ich hätte hier jede Menge Splashies oder Minis sogar.
jetzt habe ich selber Minis gefunden. Ja, kannst du mir deine geben, da kannst du hier die drei Biggies mitnehmen. Von mir. Markiere sie dir einfach. So viel braucht man dann eh eigentlich nicht. Ja, es ist halt nur gut, wenn einer Minis dabei hat und der andere vielleicht Biggies, damit man sich einfach hochheilen kann. Wo hast du die Minis eigentlich jetzt hingelegt? Oder hast du die mitgetragen? Die haben wir mitgetragen, warte mal. Ja, warte. Dann komme ich zu dir. Darf ich? Und hops. Jo, jetzt habe ich 6 Stück. Perfekt. Die Schumpe ist schon geschafft. Da. Hier ist noch eine Truhe. Lass ich mir gerne gehen. Oh, grüne Papp. Nehme ich gerne. Da wäre sogar noch ein Schildsprinkler. Also. So. Kann man halt nur für 10 kommen. Der wäre doch der grüne, wenn du willst. Jo. Ah. So, jetzt habe ich 6 Biggies. Hoppa. Das kriegst du nicht weg. Das sind ungerechte 300 Schild, oder? Nee. Doch. Ja, 300. Ja. Doch. Ich habe dich nicht verrechnet. Immer so viel. So viel kann man gar nicht verbrauchen, weil stell dir vor, was du da Schaden nehmen müsstest. Die Zeit hast du gar nicht zum Heilen und dann hast du. Also. Da stirbst du ja, bevor du das verbrauchen kannst. Entweder das oder du wirst halt Dings komplett immer wieder zugesprayt. Dann hast du nämlich Shieldbreak. Junge, allein schon mit dem Blut, was du hier findest, damit könntest du 30 Gegner versorgen. Ist halt so. Ey, da. Wegblockierer da. Ey, das sagen sie. Sie sind wieder in der Weg, nein, glaube. Das ist jetzt ein Streitthema. So drei Leute, zwei Leute, die sich einfach gefühlt ums Brot kloppen gleich hier. Oh ja, noch ein bisschen und ich bin auf 1,6 oben. Let's go. Was mir ein bisschen stört an der Map ist, dass da überall so riesige Felsen rumstehen in der, auf der Map. Mich stört das tendenziell nicht. Die two Dings, die sind für den Lootpool gut. Kriegst du schön Bats rein. Aber es nervt mich halt, dass die Map 30% kleiner ist. Da gehen die Fights immer so schnell. Ich meine, man spart sich zwar Zeit damit, aber es nervt halt auch etwas. Aber, ganz ehrlich, die DMR, die könnten sie einfach mal rausnehmen. Die spielt doch gefühlt keiner mehr. So selten sehe ich die nur noch im Einsatz. Keiner mehr hat die, was jemand verwendet. Weil, das Ding ist, die ist einfach Dreck. Die will keiner mehr. So selten spielt die noch jemand. Ich sehe keinen, der sie unbedingt noch spielen will. Weil ich habe sie zwar letztens auch mal mitgenommen, weil für zwischendurch, weil ich nicht besseren Loot hatte, aber trotzdem. Ja, dann nimmt das ja schon was. Hat man einfach zu wenig Platz. Hier wäre eine blaue Salve, wenn du willst. Habe ich. Also, Kaplan. Ich. Aber ich behalte meine grüne, glaube ich, ja. Der kann ich so schön sprayen. Reboot. Gucken wir mal von wo. Das war 109 Osten. Südosten. Oh, nee. Bleib stehen. Das ist eine riesige Schlucht. Wenn du da runterjuckst, bist du tot. Das kannst du abschmecken. Das brauchst du gar nicht versuchen. Ja, aber da kann man rundherum laufen. Ja, aber bis du da unten bist, dann da hinten und dann bei den Gegnern. Ich bin auf der neuen Seite. LOL, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, wo wurde der rebootet? Keine Ahnung. Ost, Südost war das. Das war da hinten bei der Festung irgendwo wahrscheinlich. Da, da, hier irgendwo. Da muss das rebooten. Ja, die sind da unten bei der Schneehütte, habe ich gerade gesehen.
Soll man da reingehen oder soll man lasten? Ja, das. Also in der Arena überlasse ich dir die Führung. Da sind die. Weil wir könnten schon riskieren, aber du musst halt damit rechnen, dass es ekelhafter Feind wird, ne? Ja. Okay, runter da! Da vorne sind die Hunde! Die haben uns bis jetzt noch nicht entdeckt. Und da ist es leider rüber. Shh, schleicht die an. Wir schleichen uns einfach an und sprayen die von hinten. Boah, hat der gewusst, dass wir hier sind? Oha, oha. Ich hab das nicht gewusst. Das ist eine TTT, aber eine goldene halt. Jo, sie macht mir andere Hits. Junge, was will die eigentlich? Sie hat aber sich auch noch gekillt. Sie ist so schlecht. Die ist so schlecht, Alter, nee. Da passt der. Da passt der Name Fakebock gerade gut rein. Sonst gibt's einen Red Strike. Ja. Gar kein Bock drauf. Bäh, 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 hast du eigentlich schon mal die Mucke gehört, die ich in meinen Videos immer verwende? Ja. Wie findest also, du die so? Ja, gut. Die. Die eine da, die wäre das so ein bisschen. Das kann er jetzt nicht beschreiben. Ja. Aber die gefällt mir sehr gut. Kann er dir noch einmal an die Stelle schicken, was ich meine? Mhm. Weil du verbandest ja, nicht immer nur die gleiche Datei. Schätze, oder? Nö, ich tue das ja auch an beiden verschiedenen Anfängen, tue ich das abspielen. Also nicht immer am gleichen Anfang quasi. Ah, geh weg, ich will nicht. Ich hab keinen Bock zu sterben. Gar keinen Bock. Ey, komm doch nicht hoch. Wieder hoch. Junge, da kriegst du schon wieder Panik. Ja gut, dann nimmst du die Pump und ich nehm halt die MP. Ich hab trotzdem immer noch Paranoia. Ist da jemand gelandet da? Ja. Schon, gell? Mal ja. Ey, lasst mich doch in Ruhe, ich hab doch nichts getan. Das war immer nicht sicher, weil... ...dass ich nichts getan hast. Ja, da ballert irgendeiner mit Sturmgewehr rum. Ah. Nee, ich gehe hier rein, um ihn zu trinken. Ich will nicht sterben. Hä? Was? Ja, der Aufrüstautomat, der bringt mir ja nichts. Ah! Nein, ich meine jetzt. Marco, Hilfe! Ja! Alter! Alter, ist das down! Was passiert hier? Junge! Scheiß Camper! Aua! Hä? Ich war doch hinter der Ecke! Vorsicht! Nein! Ah, let's go, nächste Runde! Gehen wir wieder unseren alten bekannten Ort mal. Wobei alt ist der ja nicht wirklich. Aber doch, sehr, sehr gut tot. Das ist logisch. Der hat so ein, ja, kann man das sagen, ein Hauch von Slurpy Swamp. Aber nur ein Hauch.
Oh Junge, wie viele hier schon wieder landen? Ich will schon wieder direkt durchdrehen. Oh oh. Ja, okay, wir sind wieder getrackt gelandet, das ist scheiße. Ja. Oh mein Gott. Oh, ein Hammer. Schmeckt. Bei mir wären Gegner. Also bei mir sind leider auch Gegner. Jetzt habe ich gerade schon wieder so eine ekelhafte Putt-Situation. Junge, was ist das denn? Ja, 3 gegen 1, logisch. Ich habe leider so wenig Metz, das bin ich. Der versucht aber nicht wirklich da, sich von hinten anzuschlagen, oder? Das sind mehr als... Oh. Ja, ja, okay. Toll. Bias, beziehungsweise nur EFI muss man das einstellen. Also muss man zur Festplatte navigieren. Man muss dem einfach sagen, ja, wo liegt denn mein Windows? Beziehungsweise, es kann natürlich sein, dass es sogar so startet. Ja, aber die ganzen Games und so weiter, ich meine, die sind ja nicht auf deinem Desktop drauf. Die sind auch auf der Festplatte. Ja, aber die sind da nicht mehr direkt auf deinem Desktop drauf. Warum sollen die dann nicht mehr drauf sein? Ja, wenn du das in einem neuen PC verbaust, dann übernimmt der Desktop doch nicht direkt wieder die ganzen Sachen. Schau, zum Beispiel, wenn ihr jetzt in einem neuen PC könnt ihr jetzt zum Beispiel deine, also ich könnte zum Beispiel deine Festplatte einfach an meinem PC anstecken und davon theoretisch booten. Ich kann natürlich aber auch über externes Kabel, zum Beispiel wenn ich Windows installiert habe, kann ich dann auf das zugreifen, auf die Festplatte, und von da raus dann sämtliche Daten drauf sein, beziehungsweise darunter kopieren. Ich bin wieder tot. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, aber dein Key hält ja auch nicht ewig. Links, dein Key von deinem PC quasi hält auch nicht ewig von Windows. Oh.
Zu was setzt man überhaupt zurück? Zu was setzt man dann PC zurück? Wozu dann? Das erkläre. Warte da. Alter. Tschüss. So. Mach dich ja weg. Da reden wir nach der Runde drüber, okay? Ich lach den gerade jetzt. Hey, ich dachte immer, man muss PC zurücksetzen, damit alles so optimal funktioniert und alles. Das stimmt auch. Das widerspricht sich ja nicht. Das erkläre danach hat. Ja, aber wenn du quasi ein PC zurücksetzt, dann tust du ja logischerweise auch dein Dix, wenn du dein PC zurücksetzt oder quasi, was weiß ich, ihn neu einrichtest, tust du ja also quasi auch alles wieder auf Null runtersetzen. Ja. Aber da reden wir nach der Runde drüber, weil in Arena geht es nicht. Junge, mein Schädel war schon vorher am Platzen und jetzt bin ich noch komplett mehr überfordert, als ich schon bin. Ich habe einen Zuschauer böse gemeint, aber ich stelle mir ja dann einen neuen PC zusammen und da kann es sein, ich werde nicht von Grund auf gleich wieder Videos machen können, also Gameplay-Videos. Dann kann es halt sein, ich muss meine Zeit lang Reaction-Videos machen, aber ich kann es halt auch nicht ändern. Was soll ich machen? Aber ich muss zugeben, dass ich, wie gesagt, das war. Es ist so ein scheiß Aufwand, das Ganze wieder einzurichten, ich sag's euch. Das stimmt. Da krieg ich nix, da krieg ich echt jedes Mal einen Anfall, wenn ich das machen muss. Man glaubt mir, keiner, der mit dem PC spielt, würde wahrscheinlich das alles an einem Tag machen. Weil das Ding ist halt, du tust halt so diese Basics machen, du tust quasi alles neu machen. Aber das Ding ist, bis du wieder deine ganzen Spiele und alles wieder drauf hast, glaubt mir. Das dauert so lange. Du musst es installieren, du musst erstmal wieder alles auf deinen Rechner ziehen, was du brauchst. Oh. Kennst du den Unterschied von einer SSD und einer HDD? Nee, eine HDD kann zu einem da! Nee, da auf die Campen auf dem Dach, die klappt. Ach da. Alter, Ted. Ja, genau, die treffen auch alles, oder? Der eine ist Shieldbreak, der linke. Jetzt nicht mehr. Ja, es... Scheiß Cap, Alter. Wow. Jetzt haben sie einen Schildfrickler, diese. Ich glaub nicht, das war nur nix. Jetzt haben sie einen Schildsprengler. Alter, ihr seid solche kleinen Hunde. Traut euch mal richtig zu kämpfen. Oh, einer hat 87er drin. Sie kassieren auch ordentlich. Das muss man ihnen sagen. Ist gut. Logisch, aber die heilt sich halt auch wieder. Heal dir mal bitte mit. Da ist er mit Nebel. Beziehungsweise. Ihr seid solche Camper. Junge, wir haben hier gerade schon wieder Pattsituation. Ist ja unmöglich. Ja, genau. Trifft doch gleich alles. Pinocchio. Wo ist er? Hier irgendwo. Mann! Oh. Wieder, jetzt wieder abhauen. Ja, genau, er trifft alles. Ehrenlos. Na gut, Leute. Ich glaube, das reicht auch an der Stelle. Guter Überblick. Ich meine, Anwärterliga werde ich es jetzt wahrscheinlich nicht mehr jetzt schaffen, weil das Ding ist halt, es ist gerade schon wieder so. Es ist gerade schon wieder gleich Mitternacht und es sind halt schon wieder zu viel Sweater online. Ich sehe es gerade.
Weil wir kriegen die ganze Zeit nur eine drauf. Ist wirklich so, wir killen ein paar einzelne Gegner, aber dafür kriegen wir halt eine drauf. Dann will ich das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat es mir gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen, Leute. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wie immer, Leute, wenn es euch gefallen hat. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ich lese mir einen Kommentar mal gerne durch. Und dann würde ich sagen, euch noch allen einen wunderschönen Tag an der Stelle. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye. Bye.